Ihr seht, dass man das den Zusammenhang zwischen einem bedingungslosen Grundeinkommen und der Degrowgesellschaft aus ganz unterschiedlichen Perspektiven angehen kann. Es geht einmal um soziale Sicherheit, es geht um mehr Freiheit, mehr Verhandlungsmacht, es geht um Emanzipation. Wir werden jetzt hören, was Werner Reetz uns dazu zu sagen hat. Ja, ich beziehe mich in dem, was ich zu sagen habe, sehr weitgehend auf ein Papier, das wir in der AG Ludwig-Aller von der Tag Deutschland erarbeitet haben. Das Papier liegt in Deutsch, Englisch und Französisch da oben aus. Ich habe jetzt nur die Möglichkeit, sehr kurz und knapp darauf einzugehen und nehme ein paar andere Gedanken mit rein, die teilweise auch in unseren Publikationen auftauchen. Auch dazu gibt es oben Auslagen und eines unserer letzten Bücher hier dann eventuell auch zum Anschauen oder Kaufen. Nach unserem Verständnis ist ein bedingungsloses Grundeinkommen eine staatliche Geldzahlung, die fünf Kriterien erfüllen muss. Drei dieser Kriterien sind in der internationalen Debatte Konsens. Ein viertes ist in der deutschsprachigen und inzwischen sehr weitgehend auch europäischen Debatte ebenfalls Konsens. Ein fünftes ist ein großes Diskussionsthema. Die ersten drei mache ich ganz knapp. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss eine individuelle Geldzahlung sein. Ein bedingungsloses Grundeinkommen darf, das sagt schon das Wort, keine weiteren Bedingungen stellen, insbesondere nicht die Bedingungen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen muss ausgezahlt werden, ohne dass man beweisen muss, dass man es braucht. Diese drei Kriterien sind in der internationalen Debatte, wie gesagt, Konsens. Ein viertes Kriterium wird vom weltweiten Grundeinkommensnetzwerk Basic Income Earth Network ausdrücklich nicht geteilt. Dieses Kriterium, Besson hat schon darauf hingewiesen, heißt, ein Grundeinkommen ist eine Geldzahlung, die hoch genug sein muss, damit nicht nur die materielle Existenz gesichert ist, sondern auch die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Dies ist nicht einfach nur eine Frage um ein paar Euro mehr. Das ist es irgendwo auch. Aber die Höhe ist der emanzipatorische Springpunkt eines bedingungslosen Grundeinkommens. Es ist überhaupt kein Zufall, ich erzähle die Geschichte immer wieder mal, es ist überhaupt kein Zufall, dass vor vielen Jahren, als ich in der IG Metall Bildungsstätte in Sprockhövel mit VW-Betriebsräten, 24 Kollegen, also genau gesagt 22 Kollegen und zwei Kolleginnen, über diese Frage diskutiert habe, da habe ich die morgens zum Einstieg gefragt, stellt euch mal vor, ihr habt im Lotto gewonnen, eine Rente, 1.000 Euro im Monat, lebenslang, inflationsausgeglichen, also die Kaufkraft von 1.000 Euro im Jahre 2000 bleibt euch ein Leben lang verfügbar. Schreibt mir bitte einen Punkt auf, den du ändern würdest in deinem Leben. Es ist kein Zufall, dass ich eine Karte bekam, auf der stand, ich würde mich scheiden lassen. Die Höhe ist der entscheidende emanzipatorische Springpunkt, hätte ich gefragt. Was änderst du, wenn du 400 Euro kriegst, hätte ich diese Antwort nicht bekommen. Die Höhe entscheidet darüber, ob ich zu Zumutungen Nein sagen kann, denen ich mich nicht freiwillig stellen kann. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der gerade in der deutschen Debatte, wo Althaus und Strauchhaas und andere Leute mit Grundeinkommen hausieren gehen, die Armutseinkommen bedeuten, die unter Hartz IV liegen zum Teil. Gerade in dieser deutschen Debatte ist das ein ganz entscheidender Punkt. Ein fünftes Kriterium ist aus unserer Sicht vielleicht noch entscheidender. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre eine Zahlung, die an alle erfolgt, die hier sind. Damit beziehen wir uns ganz ausdrücklich auf die etwa 1 Million Menschen, die ohne gültige Aufenthaltspapiere und Erlaubnis sich hier aufhalten, weil es menschenrechtlich gesehen nicht sein kann, dass es am selben Ort zweierlei Recht gibt, die einen Menschen haben und die anderen haben nicht. Wie man das praktisch macht, ist dann eine ganz andere Frage. Diese Menschen sind hier, ihre Kinder gehen zur Schule und sie tun andere Dinge. Da findet man Lösungen, wenn man das will, aber es kann nicht sein, dass sie ausgeschlossen bleiben. Dies bedeutet notwendig, ein bedingungsloses Grundeinkommen als ein Projekt globaler Umverteilung zu betrachten. Oder als ein nationalistisches Projekt, das die ohnehin schon tödliche Mauern um die EU herum noch tödlicher und höher machen würde, ohne die Migration natürlich aufhalten zu können.
Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss aus unserer Sicht anfangen, wenn man sich das idealiter ausdenken kann. Das wird man im wirklichen Leben und politisch nicht können. Aber wenn man sich das idealiter ausdenken kann, muss ein bedingungsloses Grundeinkommen damit anfangen, dass der absolut dramatischste Skandal dieser Welt ausgerottet wird, dass jährlich für 12 Milliarden Menschen Lebensmittel produziert werden und von den 7 Milliarden lebender Menschen 1 Milliarde hungert. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss in einem ersten Schritt eine Umverteilung bedeuten, die es den Menschen in den angemachten Ländern des Südens ermöglicht, zu überleben. Dazu gibt es ausgearbeitete Modelle. Wir machen in dem Papier und auch in unseren Büchern Vorschläge dazu. FIAN, einer TAG-Mitgliedsorganisation, hat umfassende Berechnungen dazu angestellt. Es gibt Pilotprojekte, in denen diese Sachen durchprobiert worden sind. Es hat auch hier Vorstellungen solcher Projekte in einzelnen Workshops gegeben. Das ist also gut durchgedacht. So, jetzt einige wenige Bemerkungen noch zu zwei weiteren Fragen. Die eine, ein bedingungsloses Grundeinkommen soll auch aus unserer Sicht nicht nur eine Geldsache sein. Wir begründen dieses aber weniger aus einer sozialethischen Position heraus oder einer feministischen, wie Margit das versucht hat, oder einer die Growth-Perspektive heraus, wie Vincent es gemacht hat. Wir begründen das eher aus einer antikapitalistischen Perspektive heraus. Geld ist das Instrument, das innerhalb der kapitalistischen Ökonomie eine ganz besondere Rolle hat. Geld hat in der kapitalistischen Ökonomie die Rolle, die Ware aller Waren zu sein. Jede einzelne Ware lässt sich in Geld übersetzen. Und Geld selbst lässt sich in jede einzelne Ware übersetzen. Geld ist das Abstraktum der kapitalistischen Ökonomie und Geld ist damit das Instrument, das begehrte Ziel aller ökonomischen Aktivitäten einer kapitalistischen Ökonomie. Geld zu mehr Geld zu machen, ist der einzige Sinn und Zweck kapitalistischer Ökonomie. Und diesen Prozess zu brechen, ist eine Voraussetzung sowohl für soziale Sicherheit, die Idee, von der unsere AG herkommt, wie auch für ökologische Veränderungen und die Growth. Es wird keine ökologische Veränderung, es wird keine ökologische Welt und es wird keine sozial gerechte Welt geben, wenn der Mechanismus aus Geld muss mehr Geld werden erhalten wird. Von daher muss ein Prozess, der dies überwinden will, jetzt schon danach schauen, welche Elemente gesellschaftlicher Reproduktion können wir anders als ausschließlich über kapitalistische Märkte organisieren. Nebenbei haben selbstverständlich gesellschaftliche Lösungen, etwa öffentliche Mobilität und nicht privat, jeder steht mit seinem eigenen Auto im Stau, haben solche Organisierungen und Strukturen öffentlicher Regulierungen natürlich auch ökologisch erhebliche Vorteile gegenüber privatwirtschaftlichen Regulierungen und Strukturen. Das ist aber nur ein willkommener Nebeneffekt. Insofern ist für uns selbstverständlich die Orientierung auf Infrastruktur als Teil einer umfassenden gesellschaftlichen Absicherung notwendig und wichtig. Wir verstehen Infrastruktur dabei aber nicht als eine simple, ja, das eine oder andere wird halt öffentlich gemacht, Regulierung, sondern Infrastruktur verstehen wir in dem Sinne, dass alle gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten, alle gesellschaftlich notwendigen und sinnvollen Tätigkeiten nur getan werden können, wenn sie dafür auch tatsächliche umfassende gesellschaftliche Strukturen vorfinden. Wenn Menschen mit dem, was gesellschaftlich notwendig ist, individuell oder auf Märkten alleine gelassen werden, werden diese Tätigkeiten defizitär ausfallen. Das heißt, für uns ist die Schaffung sozialer Infrastruktur eine gesellschaftliche Aufgabe, die genau in die Bereiche hineingehen muss, Margit, die du genannt hast, in puncto Veränderung der Geschlechterverhältnisse und ganz viele andere Dinge. Dort passieren gesellschaftlich notwendige Tätigkeiten, denen bisher die Infrastruktur nicht öffentlich zur Verfügung steht, sondern die sie sich privat organisieren müssen. Und dies zu verändern, ist auch ein wesentlicher Ansatz unserer Grundeinkommensvorstellung. Dass dabei die bestehenden Sozialsysteme ausgebaut und erhalten und nicht geschleift werden sollen, ist klar. Dass ein Grundeinkommen mit Mindestlohn und Arbeitszeitverkürzung verbunden werden muss, ist klar. Und dass ein Grundeinkommen so ausgestattet,
nicht nur ein Ding ist, das die Armut beseitigt, sondern ein Ding ist, das Kreativität ermöglicht. Das ist eigentlich unsere zentrale Aussage. Bei einem Grundeinkommen würden wir eine Gesellschaft haben, in der Menschen endlich aufhören könnten zu tun, was sie tun müssen, um Geld zu verdienen. Und sie könnten endlich tun, was sie besonders gut können und besonders gerne wollen. Dankeschön.